Wir nehmen an, dass diese Masse sich im Gleichgewicht befindet. Das bedeutet, sie ist in Ruhelage, sie bewegt sich nicht. Und wir werden das begründen. Die Gewichtskraft G wirkt auf diese Masse M und zieht sie senkrecht nach unten. Wir zerlegen diese Gewichtskraft in zwei Komponenten. Diese Komponente N, die normal zur schiefen Ebene ist, das bedeutet, sie bildet mit der schiefen Ebene einen rechten Winkel, und diese Komponente, die parallel zur schiefen Ebene ist. Mit dieser Kraft N drückt diese Masse M auf diese schiefe Ebene. Aber die schiefe Ebene bewegt sich nicht und verformt sich auch nicht, also laut dem dritten Gesetz der Dynamik reagiert die schiefe Ebene auf diese Aktionskraft und hält die Masse nach oben. Die resultierende der Gewichtskraft und dieser Reaktionskraft, das ist diese Kraft F. Also gilt Vektor G plus Vektor R gleich Vektor F. Diese Kraft F zieht die Masse längs der schiefen Ebene nach unten. Aber wir haben angenommen, dass die Masse sich im Gleichgewicht befindet, das heißt, sie bewegt sich nicht. Also muss eine Kraft irgendwo herkommen, die die Masse nach oben hält. Das kann nur die Reibungskraft zwischen dieser Masse und der schiefen Ebene sein. Diese Reibungskraft zeichnen wir mit demselben Ursprung wie alle anderen Kräfte und erkennen das selbstverständlich, diese Reibungskraft dieser Kraft F genau entgegengesetzt sein muss. Also, welche sind im Endeffekt die Kräfte, die auf die Masse M wirken? Es sind diese Gewichtskraft G, diese Reaktionskraft R und diese Reibungskraft FR. Und somit können wir darauf schließen, dass die Summe dieser drei Kräfte der Nullvektor sein muss, weil die Masse ja im Gleichgewicht ist.